Für jeden erdenklichen Zweck kann man sich heutzutage auf sein Mobiltelefon oder sein Tablet eine eigene App laden. In Zwickau kann ein solches Programm nun auch für touristische Dinge genutzt werden. Im Rathaus wurde diese Zwickau-App heute vorgestellt. Touristen haben mit der App die Möglichkeit, die Stadt noch besser als bisher auf eigene Faust zu erkunden. Das Programm weiß dank Zugriff auf die GPS-Daten immer, wo man sich befindet. Somit kann man schauen, was gerade in der Nähe ist, oder man kann sich die Route zu einem gewünschten Ziel anzeigen lassen. Das alles wird ergänzt durch Bilder, Texte und Tondokumente. Es ist ein Stadtführer für die Hosentasche und äußerst einfach zu bedienen. Ja, ich habe die App jetzt schon seit einer anderthalben Woche und ich komme sehr gut klar. Ich habe eigentlich nur wenige Fragen gehabt, wie es funktioniert. Ich habe probiert und das Probieren hat schon dazu geführt, dass ich mich jetzt sehr, sehr gut auskenne. Perfekte Voraussetzungen also für Leute, die vielleicht zum ersten Mal hier in Zwickau sind und bei der Fülle der Sehenswürdigkeiten erstmal überfordert wären. Knapp 60 Punkte werden in der App genauer vorgestellt, 33 davon sind als touristische Highlights markiert. Da ist für jeden etwas dabei. Unsere App ist natürlich für die Zwickauer Touristen da, aber ich glaube, auch viele Zwickauer finden in der App Neuigkeiten. Und für mich ist es ganz hilfreich, dass ich das mitnehmen kann. Und wenn ich deutschlandweit unterwegs bin, kann ich Zwickau vorführen in München, in Frankfurt oder in Leipzig. Was auf dem Bildschirm als kleines rotes Viereck mit dem Namen Zwickau-App daherkommt, ist von der Vorbereitung her ein großes Stück Arbeit. Bilder mussten aufgenommen werden, Texte geschrieben, die Sprache im Tonstudio produziert und das alles in Deutsch und Englisch. Und dann die technischen Forderungen, dass sie auf den mobilen Geräten, also jeweils auf dem jeweiligen Betriebssystem, iOS oder Android, läuft und das wieder optimiert aufs Tablet und aufs Smartphone. Also eine relativ hohe technische Anforderung, denke ich mal. Die App zu programmieren und zu produzieren hat 32.000 Euro gekostet. Für den Nutzer ist sie jedoch kostenlos erhältlich. Was jetzt noch fehlt, ist ein wenig Werbung dafür, damit Zwickau-Touristen darauf aufmerksam gemacht werden. Aushänge in Hotels oder der Touristinformation wären da schon mal ein guter Anfang.